Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Ausgabe von Monday Night Raw. Ich würde sagen, wir verschwenden gar keine Zeit und springen sofort auf die Matchcard. So, da sind wir auch schon und wir haben einen wunderschönen Opener. Kazuchika Okada trifft auf Kurt Angle. Und für alle, die sich fragen, warum haben wir denn heute keine Promo zu Beginn? Nein, die beiden Interim Raw General Manager möchten sich nicht dazu äußern, was in der letzten Woche genau passiert ist. Vor allem einer von ihnen möchte das nicht tun. Wer es ist, naja, könnt ihr euch sicher selbst denken. Was aber noch dazu kam, ist eine leichte Verletzung bei Johnny Gargano. Den hat es im Triple Threat Match ein bisschen härter erwischt. Er wird nicht für Night of Champions ausfallen, aber er wird es auf jeden Fall jetzt für ein oder zwei Wochen nicht mehr schaffen, hier bei Raw anzutreten. Und damit kommen wir jetzt dann endlich zum Opener. Kazuchika Okada trifft auf Kurt Angle. Und ich würde mal behaupten, wir schauen, wer sich hier durchsetzen kann. Stift ist bereit zum Notieren. Und Kazuchika Okada macht's. Ehemaliger World Heavyweight Champion aus WWE 2K18. Wo wir gerade bei Titeln sind, das zweite Match ist das zweite Interim WWE Championship Match. Jay White, der sich letzte Woche durchsetzen konnte gegen The Miz, muss heute ran. Gegen Matt Sydal. Matt Sydal, auch eine große Vergangenheit in WWE 2K16. Hat ja zwischenzeitlich gefühlt alle Titel gehalten, die es gab. Alle World Title. Und hat dafür gesorgt, dass ein exklusiver Brand nur um ihn herum aufgebaut wurde. Ja, Jay White muss das heute also verteidigen. Wir schauen mal, ob es ihm gelingt. Nein, Matt Sydal sichert sich das Recht. Somit hat Jay White sein Anrecht, Interims Champion genannt zu werden, schon verspielt. Und Matt Sydal zieht in die nächste Woche ein gegen einen Gegner, der jetzt noch nicht bekannt ist. Dann gehen wir ins erste Match, das wir uns anschauen werden. Bei SmackDown hatten wir zuerst die Damen, jetzt haben wir hier heute auch die Damen. Wir haben Dr. Britt Baker, DMD, gegen Shayna Baszler. Bin sehr gespannt, was wir von beiden erwarten können. Feiern ja beide ihr Debüt, glaube ich, im Universe Mode. Bei Shayna bin ich mir gerade unsicher, ob sie in 2K18 schon dabei war, aber ich glaube, ich habe sie da nicht mit reingenommen. Deswegen betrachten wir das mal für beide als das jeweilige Debüt. Und euch wird gleich noch was auffallen, sobald wir uns im Match befinden. Hoffe ich. Ich hoffe, die Einstellungen wurden übernommen. Ja, wir haben keine Hard mehr. Auch die Sternewertung oben links ist weg. Und Dr. Britt Baker legt direkt gut los. Dritte ins Gesicht. Hier gegen Baszler. Mit Baszler haben wir natürlich eine der dominantesten NXT-Championessen. Wenn nicht sogar die erfolgreichste NXT Women's Championess, die es jemals gab, abgesehen natürlich von Asuka. Aber wenn man sich mal überlegt, was am Ende dann hier noch mit Shayna oder wie es am Ende noch mit Shayna gelaufen ist. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieses Match laufen wird. Ich kann euch aber nochmal ein paar organisatorische Sachen nebenbei erzählen, denn eventuell steht es auch schon in den Kommentaren. Ich habe, oder die Aufnahme ist hier, bevor die ersten beiden Folgen online sind. Vielleicht hat schon einer reingeschrieben, aber ich werde das Match oder die Matchanzahl der Wochenshows erhöhen. Oh, Cover schon bis zu 2. Britt Baker lässt sich ein bisschen länger Zeit zum Durchschnaufen. Ich werde die Matchanzahl erhöhen. Auf 7 oder sogar auf 8 Matches pro Wochenshow.
Denn 5 Matches reichen definitiv nicht aus, um mal jedem die Zeit zu geben, die er benötigt, um sich zu präsentieren. Das heißt, diese Raw-Ausgabe wird mit 5 Matches noch durchgeführt. Die nächste Smackdown-Ausgabe wird auch noch mit 5 Matches durchgeführt. Danach geht es dann mit 7 oder 8, das entscheide ich dann noch, Matches weiter. So, wir prügeln uns also hier gerade außerhalb des Rings. Ringrichter ist schon bei der 5. Und beide wirken jetzt nicht unbedingt, als wenn sie wieder in den Ring zurück wollen. Ja, aber kaum sag ich's. Nein, Shayna wirft Britt Baker in die Barrikade. Ringrichter ist bei der 7 und jetzt denkt sich Shayna, ja, wir sollten vielleicht langsam zurück. Das denkt sich auch Britt. Und wir haben beide wieder zurück im Match. Schöner Vorarm hier. Der Shayna Baszler niederstreckt, die dann wieder rausgeht. Und ich bekomme auch gerade die Meldung rein, dass in der nächsten Woche unser Raw GM da sein wird. Da mussten wir zum Glück nicht allzu lange warten. Ja, schöner Kickout hier. Direkt bei 1. Also nächste Woche ist der Raw GM endlich da. Und wird sich dann auch hoffentlich um die Tag Team und Women's Angelegenheiten kümmern. Denn Logan Paul und The Miz haben sich ja irgendwie nur um World und United States oder WWE und United States Titel gekümmert. Oh, schön. Die Kicks und der Low Drop Kick hier gegen das Bein. Nächstes Cover von Shayna. 1. Aber Kickout von Dr. Britt Baker. Ja, jetzt hat Shayna sich zu sicher gefühlt. Und das ist Britt Baker mit dem Curbstomp. Out of nowhere kommt dieser Curbstomp. 1, 2, nein. Ah, jetzt lässt sich hier der Doktor ein bisschen Zeit, wird direkt bestraft mit dem Whip in die Seile. Kontert aber die Offensive von Shayna sehr, sehr leicht aus. Oh, wieder ein Double Leg Takedown und hier die Palm Strikes ins Gesicht. Versucht Shayna jetzt sofort wieder zu covern? Nein. Nächster Vorarm. Ein hart geführtes Match auf jeden Fall. Bis hierhin. Und es wird auch, glaube ich, nicht nachlassen. Beinbearbeitung. Und dann das Cover. Ja, dann nutzt Shayna dann einfach ihre Arme zum Kickout. Zieht sich jetzt hier in der Ringecke nach oben. Bekommt aber auch keine Pause. Die Beine werden nach außen gesetzt. Britt Baker steigt mit nach oben. Und wir bekommen einen Superplex. Und direkt wieder das Cover. 1, 2, nein. This is awesome chance. Aber die Anzahl der Cover ist mir tatsächlich etwas zu hoch, muss ich sagen. Also sie denken irgendwie zu oft dran. Oh, Shayna, sehr schön. Und das Knie ins Gesicht. Und so holt man sich die Kontrolle im Match wieder. Aber das Cover wieder nur bis zur 1. Nächster Lockup und DDT. Möchtest du wieder covern, Shayna? Nein. Da steht Britt wieder auf. Wird aber rausgewippt auf dem Apron. Und Hotshot, der dann Baker nach draußen schickt. Judo Toss. Und der Elbow auf den Arm. Jetzt fängt das systematische Bearbeiten der einzelnen Körperregionen an.
Low Kick und die Schläge hier. Aber Britt Baker ist sofort wieder zur Stelle, wird jetzt aber hier wieder gegriffen und Falling Powerbomb. Eine Low Powerbomb wäre auch witzig. Und schöner Headkick. Oh, Ground and Pound. Gerade sehr gut zensiert hier. Oh, das waren sogar die Elbows. Und Gut Wrench. Suplex hält weiter fest. Shayna hält weiter fest und zeigt noch einen zweiten Gut Wrench Suplex. Ringrichter schon wieder bei 7. Bei 8 ist Shayna wieder drin. Und Baker folgt. Auf dem Fuße. Sofort ein Schlag hier von Shayna. Das Cover 1 reicht wieder nicht für weiteres. Oh, Kick abgefangen. Vorarm. Und jetzt kann Britt Baker vielleicht was zeigen. Nein, wird gekontert, dieser Waistlock. Discus Elbow. Discus Elbow nochmal. Oh, jetzt geht's hier hin und her. Und Shayna. Kiri Fuda. Das ist der Kiri Fuda Clutch. Oh, da wird doch mal richtig gezogen, aber Britt Baker kämpft sich raus mit den Elbows. Ja, dritte und dann hier die Armbearbeitung. Aber da hat man auch gesehen, ne? Shayna, Ansatz zu einem Suplex, direkt die Transition in den Kiri Fuda. Es kann sehr schnell gehen. Aber umso beeindruckender, wie schnell Britt Baker wieder rauskam. Und das ist ein krachender Spinebuster von Baszler. Weiter geht's mit Schlägen. Und wieder Gut Wrench Suplex. Wird wieder festgehalten. Soll also wieder das Doppelte an Schmerzen hier geben. Und jetzt nicht feiern lassen, sondern einfach weitermachen. Wieder der Toss, gefolgt vom Knie. Und erneut Ground and Pound. Die Elbows, da kommen sie wieder. Aber beide wollen nicht aufgeben, da gibt's den Codebreaker. Britt Baker, erst mit dem Shinbreaker, dann der Codebreaker und jetzt nicht das Cover. Nein. Oh, das. Ja, der Beastbite, ich komme gerade nicht auf den Namen, den Britt diesem Move gegeben hat. Aber Shayna kann das nicht mehr lange durchhalten. Die Schultern beide überstreckt, aber Shayna fightet sich raus. Und jetzt wieder der Kiri Fuda. Nein, ein Standing Sleeper. Jetzt mit der Körperschere. Und da tappt Britt. Shayna Baszler gewinnt. Was für ein Match. Und ja, das Replay ist dann jetzt auch mal drin. Hier sehen wir es nochmal. Da reichte die Luft dann einfach nicht mehr aus. Und ich würde mal behaupten, Shayna Baszler meldet schon mal Interesse am Titel an. Ja, wir springen mal wieder zurück zu unserer Matchansicht und schauen, was der weitere Abend für uns bereithält. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Britt Baker also mit ihrer ersten Niederlage hier. Shayna Baszler grandios mit dem Kiri Fuda Clutch, Sleeper Hold, wie auch immer man das nennen möchte, gewonnen.
Und wir springen jetzt in unser Triple Threat Match. Das zweite aus der Reihe der Interim Road to Chicago. Es treffen aufeinander Goldberg, der zweite Interim GM Logan Paul und Drew McIntyre. Wer sichert sich den Spot neben Sheamus im Triple Threat Match in der vierten Woche? Finden wir es einfach raus. Und es ist Goldberg. Goldberg gewinnt. Und das bedeutet, wir haben Sheamus gegen... Moment. Sheamus gegen Goldberg gegen... Fragezeichen. Kommt dann nächste Woche. Das ist auf jeden Fall schon mal eine große Nummer. Und ja, Logan Paul. Damit also wirklich der zweite Raw GM. Interim GM. Der es nicht schafft, in seinem eigenen Konstrukt eine Runde weiterzukommen. Und dann kommen wir zu unserem Main Event. Wir hatten bisher noch kein einziges davon, zumindest on TV, gesehen. Es gibt ein Tag Team Match. Wir haben FTR, Dax Harwood und Cash Wheeler gegen die Usos, Jimmy und Jay. Bin sehr gespannt. Let's go. Die Halle ist bereit. Und die Top Guys betreten die Arena. FTR auf dem Weg. The tension building for this match is so thick you can cut it with a knife. A lot of drama involved with this one. Also Dex sieht ein bisschen so aus, als hätte er weniger trainiert irgendwie. Ja, haben auch eine lange Historie, diese beiden. Im 2K18 Universe Mode gehabt. Ich erinnere mich noch an diese Schlachten mit den Hardys um die Titel. Aber auch mit diesen Jungs hier. Die Usos. Die Usos aber auch schon seit 2K16 dabei gewesen. Auch hier erinnere ich mich an so sehr, sehr lange Kämpfe. Ich glaube, ein Match war es. Ich bin mir beim Pay-Per-View gerade unsicher. Ich glaube, SummerSlam. Ich kann mich aber auch irren. 2K16, wie gesagt. Die Usos gegen die Generation X, Triple H und Shawn Michaels. Ich glaube, 40 Minuten lang haben die sich auf die Köpfe gehauen. Und es tut mir fast schon ein bisschen leid für Jimmy mit seiner Bloodline-Mütze. Denn die Bloodline existiert nicht mehr. In diesem Universum hier existiert die Bloodline nicht mehr. Aber er darf natürlich gerne weiter daran festhalten. So, Match beginnt auf jeden Fall mit Dax Harwood und Jimmy Uso. Und der erste Superkick des Matches. Und sofort darf Jay rein. Jay gegen Dax wird sofort eingedeckt hier mit Schlägen und Belly-to-Belly-Suplex. Die brauchen keine Abtastphase. Die kennen sich ganz genau und Dax weiß, es muss einfach nur krachen. Oh, schöne Cloverleaf-Variante hier. Aber das ist auch nur zum Schmerzen bereiten und weniger, um den Gegner zur Aufgabe zu bringen. Schöner Power Slam. Und die Stimme, die einmal ganz kurz crackt. DDT, eingesprungen hier von Harwood. Gefolgt vom Body Slam und einem Cover, das sofort unterbrochen wird.
Abdominal Stretch jetzt hier in der Mitte des Rings. Und wenn ich es richtig sehe, ist die Hose bei beiden Usos auch noch mit Bloodline. Ja. Das Schwelgen in Erinnerung ist ja wichtig, ne? Cyborg Slam. Dax macht das bisher sehr gut alleine. Die Usos haben früh gewechselt. Dax Harwood die ganze Zeit im Match. Jetzt geht dieser Elbow daneben. Sollte sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, seinen Tag-Team-Partner ins Match zu holen. Denkt aber gerade nicht dran. Cover direkt wieder hier gegen Jay. Der sich jetzt aus dem Ring verzieht. Und Dax, ja, schnappt sich einfach mal Jimmy und holt ihn mit dem Dropkick vom Apron runter. Bleibt aber fokussiert hier. Bleibt fokussiert auf seinen legalen Gegner im Ring. Hotshot. Ja, Dex stoppt nicht. Tiger Bomb. Wunderschöne Tiger Bomb. Und jetzt, pass auf, Hot Tag. Jimmy Uso jetzt im Match. Wird aber auch sofort abgefangen. Es gibt den Chop nicht, sondern den DDT. Shoulder Tackle und Leg Drop. Eins. Nein. Reicht natürlich nicht, aber wie gesagt, Dex macht einen richtig guten Job. Pile Driver! Wieder das Cover. Reicht schon mal bis zu zwei. Was haut denn der hier für Moves raus? Ich überlege auch gerade, war es in 2K17 oder 2K18, dass sich Dex, damals dann ja noch Dash Wilder und Scott Dawson, dass sie sich da getrennt hatten? Gab auch eine richtig böse Fehde gegeneinander auf jeden Fall. Und nach dem Samoan Drop geht das Cover bis zur 2 schon. Oh, Cash mit dem ersten Angriff, dem er sich hier gegenüber sieht. Und wunderschöner Springboard-Vorarm von Dax Harwood. Inverted Suplex. Und nicht, dass es ihn stören würde, aber er könnte gerade auch nicht wechseln, selbst wenn er wollte. Ja, jetzt ist sein Partner wieder da. Hip Toss into Neckbreaker. Und der Wechsel wieder zurück zu Jimmy. Währenddessen Cash Wheeler jetzt das erste Mal aktiv legal in diesem Match beteiligt, aber dieser Ansturm bringt ihm halt auch nichts. Sofort der Whip-In durch Jimmy und der Tritt. Gefolgt von, uiuiui, ein Alley-Oop. Nächster Whip-In. Und Jimmy wiederholt einfach seine Offensive nochmal. Wieder Alley-Oop. Und ist tatsächlich der Meinung, dass das ausreichen sollte, aber nein. Pünktlich mit der 1 des Schiedsrichters, des Ringrichters, kommt hier der Kick-Out. Oh, keine Double-Team-Action. Leg-Trip von Cash. Der sich ein bisschen aufpumpt und wieder ist Jey Uso im Match. Kommt sofort mit dem Leg-Drop. Dropkick, Entschuldigung. Whip in. Und Samoan Drop. Oh, aber sehr gut. Befreit sich aus diesem Full Nelson.
Obwohl er gerade noch so abgelenkt war damit, sich hier bejubeln zu lassen. Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder, und da springt Cash tatsächlich an ihm vorbei. Dex wieder im Match, wird aber umgerissen. Und wieder in die Ringecke geschickt. DDT. Oh, und sofort wieder zurückgewechselt zu Cash Wheeler. Währenddessen jetzt Jay gerade erstmal draußen, kommt aber wieder in den Ring zurück. Direkt abgefangen hier, und es kommt ein Gory Special oder sowas sollte das sein, aber da gibt's die Headbutt. Konter und Headbutt durch Jay. Wieder der Samoan Drop. Ansatz. Oh, schöner Driver. Schöner Suplex-Driver oder wie auch immer man es nennen soll. Und Uso Splash geht daneben. Cash versucht jetzt hier abzustauben, aber das Cover wird unterbrochen. Da sollte es schon zu Ende sein mit dem Uso Splash, aber hier gibt es den Double Knee Facebreaker. Ja, das wird einfach nichts mit eurem Covern, während der Partner des Gegners noch aktiv ist. Dropkick in den Nacken. Und es übernimmt wieder Dax Harwood. Direkt der Jawbreaker von Jay. Superkick kommt nicht, aber dieser Dropkick. Aber Abdominal Stretch, nein. Hip Toss. Instant Counter. Und das ist keine gute Idee von Jay gewesen, glaube ich. Tiger Suplex. Okay, Respekt an Cash, dass er da auf dem Apron bleibt. Wie er kein 2 gegen 1 außerhalb des Rings bekommen. So, Ringrichter ist bei 5. Und beide Männer sind jetzt auch wieder drin. Bei 6. Was kommt jetzt von Dex? Wieder dieser Piledriver. 1. Und da müsste Cash seinen Partner aber auch eigentlich besser kennen. Er setzt an zum Piledriver, dann kümmere ich mich schon mal um Jimmy Uso. Das müsste sich eigentlich Cash Wheeler denken. So, Dex führt Jay in die Ringecke. Und das erste Doppelteam-Manöver. Snapmare und Assisted Leg Drop. Schönes Ding. Da kann man auch mal den McMahon Dance rausholen. Den Shane McMahon Dance, wohlbemerkt. Oh, T-Bone Suplex Ansatz kommt nicht. Aber der Hip Toss wieder. Oh nein, den Ref hat's erwischt. Den Ref hat's erwischt. Aber er ist wieder da, alles gut. Und wieder Suplex into Side Slam. Bleibt aber dran. Versucht die Kontrolle über Cash Wheeler zu behalten. Jetzt mit einem Suplex, den er länger hält. Nein, gekontert. Und Neckbreaker. Und jetzt vielleicht eine Doppelteam-Aktion. Nein. Nicht die Usos, sondern Jay, der hier das Bein bearbeitet.
Und wieder der Samoan Drop. Oh, ich glaube, da soll es zu Ende gehen. Da soll es zu Ende gehen. 1D. Und Jimmy geht aufs Top Rope. Jetzt muss Jay sich doch aber um Dex kümmern. Dex Harwood unterbricht das Cover. Das kann doch, also, da muss Jay doch einfach schon vorab rübergehen und sagen, Junge, du greifst hier nicht mehr ein. Cash ist wieder da. DDT gegen Jimmy. Armringer und dann in den Side Russian Leg Sweep. Jetzt werden die Arme noch bearbeitet. Und Dex ist wieder da. Dex gegen Jimmy. Das dritte Mal, dass wir diesen Piledriver sehen. Eins, zwei und Jay jetzt auch viel zu langsam. Hat da Glück, dass sein Bruder noch von alleine rauskommt. Oh nein. Dex nimmt sich jetzt noch Jay auf dem Apron hier. Back Suplex auf den Apron. Bekommt auch sofort den Overflow DDT von Jimmy. Neckbreaker. Oh, jetzt gibt es hier draußen die wilde Schlägerei. Nein. Dex geht wieder in den Ring zurück. Will er jetzt, dass die Usos ausgezählt werden? Beide. Nein, Jay ist da. Sieht sich der Tiger Bomb gegenüber. Währenddessen kann Jimmy da profitieren. Und was für ein krachender Job. Jetzt geht's wieder in die Ringecke. Aber auch hier der Konter wieder von Dex mit der Clothesline. Kommt nicht. Konter von Jimmy. Whip in. Power Slam. So, was macht Jay? Oder was macht Jimmy? Was für ein Topi! Und jetzt die Schlagserie gefolgt vom Hip-Toss into Neckbreaker. Weitere Bearbeitung der Arme. Jetzt hau ihn einfach um und lass ihn draußen. Oh, Schoolboy und Superkick. Wir sind schon bei 7. Neun. Und sie machen es wirklich. Sie machen es wirklich. Die Usos gewinnen durch Countout. Die Usos gewinnen durch Countout. Haben anders keine Möglichkeit gesehen gegen FTA. Also das kam unerwartet. Aber auch sehr gut getimed auf jeden Fall von Jimmy. Die ganze Zeit Dex noch draußen bearbeitet und dann im letzten Moment in den Ring gekommen. Auch noch seinen Bruder eingewechselt. Für den Fall der Fälle wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, Gratulation an die Usos. Das kann man auf jeden Fall so machen. Dann war's das auch schon wieder für Monday Night Raw. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Show fandet, welche Matches
oder welches der beiden Matches, die wir gesehen haben, euch besser gefallen hat. Auch gerne eure persönlichen Matchwertungen, aber auch immer gerne Anregungen, Ideen oder Verbesserungsvorschläge. Alles gerne reinschreiben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt Friday Night SmackDown. Und was wird Dustin Rhodes als nächstes entscheiden? Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.